Hallo, liebe Gruselfreunde. Die Ferienzeit ist inzwischen vorüber, aber irgendwie sind wir immer noch im Sommercamp geblieben. Doch mit dem dritten Teil unserer Reihe zu den gruseligen wahren Ferienlagergeschichten ist es nun an der Zeit, dieses Kapitel abzuschließen und wieder nach Hause zu fahren. Wir haben bereits einige fantastische Geschichten erlebt, von denen uns die eine oder andere noch lange in Erinnerung bleiben könnte. Und es ist noch nicht vorbei. Zum Abschluss unserer dreiteiligen Reihe habe ich noch einmal 8 gruselige wahre Geschichten zusammengetragen, die sich in Ferienlagern zugetragen haben. Ich will euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen und darum wünsche ich euch viel Spaß mit dem großen Finale. Los geht's! Im Jahre 2010 besuchte ich ein Ferienlager mit dem Namen Camp Ernst, für das mich meine Eltern angemeldet hatten. Glücklicherweise kam mein bester Freund Keith auch mit, also fuhr ich nicht dorthin, ohne irgendjemanden zu kennen. Das Camp dauerte 2 Wochen und es war genauso angelegt, wie man es von alten Horrorfilmen wie Sleepaway Camp erwartet hätte. Es gab 2 große Hütten, in denen die Jungs und die Mädchen getrennt voneinander schliefen. Da war auch ein großes Haupthaus mit Freizeiträumen, einem Speisesaal und anderen Einrichtungen und noch viele kleinere Gebäude überall auf dem Gelände verteilt. Keith und ich blieben länger auf als alle anderen Kinder, weil wir gemeinsam auf unserem Nintendo DS spielen wollten. Es wurde schon tiefe Nacht nach 2 Uhr morgens. Wir spielten immer noch DS, als die Tür zu der Hütte sich plötzlich öffnete. Panikartig warfen wir unsere DS unter die Kissen und gaben vor zu schlafen. Schritte bewegten sich quer durch den Raum, von Keiths Bett rüber zu meinem Bett. Dann stoppten die Schritte direkt bei mir und für einen kurzen Moment hatte ich das sanfte Gefühl von Atem auf meinem Nacken. Dann bewegten sich die Schritte von meinem Bett weg und zurück zur Tür, bevor die Tür zufiel. Ich sah zu Keith rüber und sagte, das war unheimlich. Besonders weil derjenige, wer immer es auch gewesen war, in meinen Nacken gehaucht hatte. Wir spielten weiter an unseren DS, als ich eine Textnachricht auf meinem Handy erhielt, in der stand, warum seid ihr 2 noch wach? Die von uns, die ein Handy besaßen, hatten eine Liste mit den Nummern unserer Betreuer bekommen, die wir anrufen konnten, falls etwas passierte. Aber diese Nummer gehörte zu keinem unserer Betreuer, zumindest kannte ich sie nicht. Ich schrieb zurück und fragte, wer ist da? Ich bekam keine Antwort. Ich erzählte es Keith, der kein Handy hatte, und er war genauso erschrocken wie ich. Es musste aber einer der Betreuer sein, zumindest dachten wir das. Also spielten wir weiter DS und drehten die Helligkeit der Bildschirme runter. Wir beide hörten, wie sich die Hintertür der Hütte öffnete. Wir sahen uns an und warfen unsere DS zurück unter unsere Kopfkissen. Wir hörten keine Schritte, aber mein Handy vibrierte. Es war eine weitere Textnachricht von derselben Nummer. Darin stand, hier ist Betreuer Toni. Kommt nach draußen hinter die Hütte. Ich muss euch etwas sagen. Ich erzählte es Keith und er meinte, das hörte sich viel zu merkwürdig an. Dann fragten wir uns, ob dieser ominöse Toni auch die Tür zur Hütte geöffnet hatte. Ich stand aus dem Bett auf und machte ein paar Schritte in die Mitte der Hütte, von wo aus ich zur Hintertür blicken konnte. Es war niemand zu sehen, darum ging ich ein Stück den Gang entlang. Keith kam nicht mit. Als ich näher an die Hintertür der Hütte herantrat, bemerkte ich eine kleine Einbuchtung in der Wand. Und in dieser Einbuchtung verbarg sich jemand. Ich trat noch ein Stück näher und es war keiner der Campbetreuer, sondern ein unheimlich aussehender alter Mann von etwa meiner Größe. Ich rannte zu meinem Bett zurück, schrie um Hilfe
und weckte damit alle anderen auf. Im selben Moment hörte ich die Hintertür zuknallen. Einer unserer Campbetreuer kam zur Vordertür hereingestürzt und ich erzählte alles, was geschehen war. Die Betreuer suchten die gesamte Anlage nach jemandem ab, auf den meine Beschreibung passte. Aber es war eine riesige Anlage, umgeben von Wäldern. Es war nahezu unmöglich, jemanden zu finden. Was ich immer noch nicht verstehe, ist, wie dieser Kerl an meine Handynummer gelangt war. Meine naheliegendste Vermutung ist, dass er irgendwie an eine Liste gelangt war, die unsere Betreuer angefertigt hatten. Aber wie konnte er wissen, wer ich war? Damals wie heute habe ich immer noch Albträume wegen dieses Erlebnisses. Es tut mir leid, wenn dieser Post sehr lang ist, aber ich habe das hier zuvor noch nie mit jemandem geteilt. Und hier ist vielleicht der beste Ort, um es zu tun. Als ich ungefähr 9 war, besuchte ich ein paar Sommer lang ein Sommercamp des nahen YMCA. Es war ein Tagescamp und man konnte viele verschiedene Campaktivitäten mitmachen, sowie Wassersport, Basteln und Handwerk oder Kanufahren. Jede der Campaktivitäten dauerte eine Woche. Ich begann den Sommer mit einem der Handwerkcamps, ein besonderes, das 2 Wochen dauerte. Ich war wirklich aufgeregt, aber auch nervös, denn ich kannte niemand anderen in meiner Gruppe und ich bin ziemlich schüchtern. Am ersten Tag schaffte ich es, mich mit einem Jungen anzufreunden, der im Rollstuhl saß. Er war 17, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, unter was für eine Einschränkung er litt, aber er war gesellschaftlich ungeschickt, in der Art, dass er eine unheimliche Ausstrahlung hatte. Ich tat mein Bestes, nett zu ihm zu sein, weil niemand sonst mit ihm redete. Aber irgendwann fühlte ich mich seinetwegen unbehaglich. Zuerst begann er mir zu erzählen, wie sehr er es hasste, an den Rollstuhl gefesselt zu sein, weil sein Rücken davon wehtat. Er war froh, wenn er ihn am Ende des Tages verlassen und sich ausstrecken konnte, genau wie die Übungen mit seinem Physiotherapeuten. Ich meinte nur, dass ich ihm das glaubte, während er davon sprach, weil ich nicht wusste, was ich sonst dazu sagen sollte. Irgendwann erwähnte ich, dass ich Tänzerin war und wie gern ich meinen Akrobatikunterricht mochte. Er bat mich, ihm ein paar meiner Moves zu zeigen, deshalb machte ich einen Ratschlag. Er sagte, dass meine Beine wunderschön aussahen, wenn ich sie so ausstreckte. Weil ich noch ein Kind war, dachte ich mir nichts bei dieser Bemerkung, aber ich begann mich unwohl zu fühlen, als er sagte, wie sehr er meine Haare mochte und wie weiß meine Zähne waren oder wie süß ich war, weil ich so klein war. Eines Tages sprach er vom Ausstrecken außerhalb seines Rollstuhls und wie gut es sich anfühlen würde, wenn jemand dabei über seinen Rücken lief. Du wärst perfekt dafür, genau die richtige Größe. Würdest du das mal für mich machen? Ich würde dich gern auf mir haben. Er lächelte unheimlich, während er das sagte. Ich lächelte unsicher und versuchte höflich das Thema zu wechseln, indem ich ihm sagte, wie ich das immer für meinen Vater tat. Ich war jung und dumm und hätte es meinem Vater vielleicht erzählen sollen. Er war wirklich aufgeregt und sagte, wie sehr er so etwas liebte und wie gut sich das für meinen Vater anfühlen musste. Ich wette, er hat sein kleines Mädchen gerne so auf sich. In diesem Moment streckte er seine Hand aus und legte sie auf mein Knie. Wir saßen an einem Tisch in der Bastelhütte. Er lächelte und fing an zu erzählen, wie gut es sich anfühlen musste, wenn ich auf seinem Rücken Rad schlagen und herumspringen würde. Ich fühlte mich wirklich unwohl, aber zum Glück fuhr in diesem Moment meine Mutter vor, um mich abzuholen. Also konnte ich endlich verschwinden. Das war am Wochenende und das Camp ging erst am Montag weiter. Ich erwähnte meiner Mutter gegenüber nichts davon, weil sie vielleicht gesagt hätte, dass er nur einsam und hilflos war und nicht absichtlich unheimlich.
Aber als ich am Montag ins Camp zurückkehrte, kam er direkt auf mich zu. Ich war so aufgewühlt, weil ich dich das ganze Wochenende nicht sehen konnte. Ich habe mein kleines Mädchen vermisst. Ich lächelte und ging davon, aber er folgte mir. Wir gingen alle zusammen in einer Gruppe zur Bastelhütte und er begab sich neben mich und fragte, ob ich auf seinem Schoß sitzen wollte und mit ihm zur Hütte fahren. Ich lehnte freundlich ab und schaffte es, ihm für den Rest des Tages aus dem Weg zu gehen, bis ich am Abend zum Auto meiner Mutter ging. Er kam zu mir, griff meine Hand und zog mich zu sich heran. »Du hast mir heute wirklich wehgetan. Soll ich dir auch mal wehtun?« Ich riss meine Hand weg und ging schnell zum Auto. Ich erzählte meiner Mutter alles, sobald ich im Auto saß. Sie fuhr sofort zum Verwaltungsbüro und sprach mit dem Campleiter. Ich bestätigte meine Geschichte ebenfalls. Er versprach uns, dass er sich sofort darum kümmern würde. Als wir nach dem Gespräch vom Campgelände fuhren, sah ich zwei Betreuer zu dem Jungen hinübergehen und ihn ins Verwaltungsbüro bringen. Dieser Ausdruck auf seinem Gesicht, als ob er jemanden umbringen wollte. Ich sah ihn danach nie wieder. Mir wurde erzählt, dass er aus dem Camp geworfen worden war und auch nicht mehr wiederkommen durfte. Und für den Rest der Woche passten die Betreuer besonders auf mich auf und stellten sicher, dass ich okay war. Also, gruseliger Junge aus dem Sommercamp, ich hoffe, du hast deine Probleme überwunden und dass du jetzt endlich ein glückliches Leben führst. Als ich 12 war, schickten mich meine Eltern für den gesamten Juli in ein Sommercamp. Wir hatten dort stundenlang Englischunterricht. Es war sterbenslangweilig und in unserer Freizeit gingen wir an den Pool, spielten Football, Basketball und so weiter. Das Camp wurde in einem alten Kloster veranstaltet, das bis zurück ins 16. Jahrhundert datiert werden konnte. Es war absolut unheimlich. Einer der Camporganisatoren war ein dicker Kerl, irgendwas in den 40ern. Er war dafür verantwortlich, verschiedene Spiele für die Kinder zu organisieren. Er war lustig und irgendwie nett. Eines Tages erzählten uns ein paar der älteren Kinder, dass da ein paar verrückte Nonnen in den Katakomben lebten und dass sie Zutritt zu allen Räumen hatten und nachts im Kloster umherwanderten. Wir waren zu Tode verängstigt, als wir das hörten. Wir schliefen alle zusammen in einem großen Saal, der in kleinere Abschnitte aufgeteilt war. Eines für jedes Kind. Wir waren absolut erschrocken und die Veranstalter hörten davon. Sie lachten nur und sagten, es wäre Unsinn. In dieser Nacht, als ich ins Bett gegangen und das Licht ausgeschaltet worden war, kam der dicke 40-Jährige in mein Abteil. Er sagte mir, ich solle wegen dieser Geschichte keine Angst haben, dass sie nicht wahr sei und dass die Erwachsenen da waren, um uns zu beschützen. Ich dankte ihm, aber dann setzte er sich auf mein Bett und leckte über meine Lippen. Ich war total angewidert, aber ich dachte, es wäre ein Missgeschick gewesen, dass er mir auf die Stirn hatte küssen wollen oder so etwas in der Art. Dann stand er auf, starrte mich an und ging davon. Er kam nicht wieder zurück und jahrelang habe ich nie wirklich verstanden, was da geschehen war. Er hat mich nie angefasst oder etwas anderes getan, aber ich fühlte mich unglaublich schmutzig. Nach dem Sommercamp rief er mich ein paar Mal im Jahr an, zu meinem Geburtstag etwa oder um zu fragen, ob wir uns auf eine Cola treffen wollten oder so. Er sagte, dass ich kein sehr guter Freund sei, weil ich ihn nie anrief oder ihn fragte, wie es ihm ging. Diese Anrufe machten mir Angst und ich fühlte mich schlecht. Einmal sagte er mir, er hätte einen Herzinfarkt gehabt und wäre fast gestorben. Ich fand es fast bedauerlich, dass er nicht daran gestorben war. Als ich 14 oder 15 war, hörten die Anrufe endlich auf. Gott sei Dank.
Jahre später erzählte mir ein anderer Teilnehmer des Camps, dass dieser Kerl gegen Ende des Sommers aus dem Camp verwiesen worden war, nachdem er einem anderen Kind einen Liebesbrief geschickt hatte. Die Eltern des Kindes hatten ihn gelesen. Ich habe nie jemandem etwas von der ganzen Sache erzählt. Ich konnte nicht. Ich hoffe inständig, dass er tot ist. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an den es passierte. Ein Dienstag, 5. Woche im Camp. Der heißeste Tag des Sommers, kurz vor dem 4. Juli. Diese Woche war unter den Betreuern als Anhäufwoche bekannt, weil da viele Eltern in den Urlaub aufbrachen und ihre Kinder bei uns ließen. Sie kam genau nach der Waisenwoche, in der das Charleston-Waisenhaus, das größte im Bundesstaat, unser Camp besuchte, weil es kostenfrei war und von der Regierung gesponsert wurde. Oft kamen gegen Ende der Woche Ortsansässige vorbei und häufig wurden Kinder dann auch adoptiert. Erst vor ein paar Wochen hatte ein Mädchen aus meiner Klasse bei einer Farmerfamilie ein neues Zuhause gefunden, ein paar Meilen außerhalb der Stadt. Und ich erinnere mich noch genau an Ellie, wie sie durch die Rückscheibe des Pickups winkte und ihr neues Leben begann. Als Schwimmtrainer half ich in meiner Freizeit den Segellehrern beim Flicken von Segeln. Logan, der Aufseher für Wassersport und etwa 5 Jahre älter als ich, saß mir gegenüber an einem der Picknicktische. Er blickte mit seinen kleinen Augen über den See. Logan trug sein Haar immer kurz als Bürstenschnitt, was eine Narbe auf der Rückseite seines Halses offenlegte, und wenn er sprach, klang es wie ein tiefes Brummen. »Mike, pass auf, was du tust«, grummelte er, als er merkte, dass ich einen Stich versetzt hatte. »Ich habe nur 2 Augen und ich kann nicht auf alle gleichzeitig aufpassen.« »Alles klar«, sagte ich und senkte den Kopf. Logan behielt seine Mannschaft genau im Auge, aber jetzt galt seine Aufmerksamkeit allein dem See. Ed und Ted, 2 Aufseher, die Zwillinge wie mit einem einzigen Verstand waren, führten gerade einen Schwimmanfängerkurs durch. Ed und Ted machten Logan immer nervös und nahmen Platz 1 und 2 auf seiner geistigen Liste von Betreuern ein, die als nächstes gefeuert werden sollten. Als Ed, der Schlauere der beiden, so schnell vom Wasser herangerannt kam, dass seine langen Beine Staub aufwirbelten, war Logan bereit. Ed öffnete den Mund, presste zwischen den Atemzügen Worte hervor und sein nasses Haar klebte über seinen Augen. »Wir vermissen einen Camper. Wir finden ihn nicht im Wasser. Seine Freunde wissen nicht, wo er ist.« Ohne zu zögern, hallten Logans Pfiffe über das Campinggelände und schreckten Camper und Betreuer gleichermaßen auf. »Alle aus dem Wasser! Rettungsschwimmer zu den Stegen!« rief er. Seine Brust arbeitete wie ein Blasebalg, als das Adrenalin durch mich schoss und wir zum Wasser rannten. Als Rettungsschwimmer war es unsere Aufgabe, nach dem Körper zu suchen, und 15 von uns reihten sich an einem Ende des Schwimmbereichs auf. Auf Logans Kommando hin tauchten wir, ich in einem tieferen Gebiet mit etwa 4 Meter Wassertiefe, und verteilten uns am Grund. Das Wasser filterte das Sonnenlicht und die Hitze. Der Grund war dunkel und kalt und überwachsen mit Wasserpflanzen, die sich um meine Knöchel wickelten und mich zurückzogen, als ich hindurchschwamm. Nach 3 Zügen kehrte ich an die Oberfläche zurück und Logan schickte uns wieder hinab, um weiterzusuchen, in der Hoffnung, immer noch einen warmen Körper zu finden. Ich war derjenige, der ihn fand. Seine Hand strich über mein Gesicht. Ein bleiches Etwas, das viel zu weiß war. Als nächstes sah ich das Gesicht. Es war dunkel und schwer zu erkennen, aber ein Mädchen mit langen Haaren, die um sie herumtrieben, als wären sie statisch aufgeladen. Ich japste und zog unabsichtlich Wasser in meine Lungen. Ich umklammerte ihren Oberkörper und fing an, zur Oberfläche zu schwimmen. Sie fühlte sich angeschwollen an. Ihre Arme erschienen mir zu groß und ihre Temperatur, eine Kälte, die ich nie vergessen werde.
Auf halbem Weg nach oben spürte ich, wie etwas ihr Bein schnappte und sie aus meinem Griff heraus wieder nach unten zog. Ich drehte mich um und sah ihre offenen Augen in meine starren, während sie unterging. Ich schrie und wusste, dass ich dringend Luft brauchte oder ich würde ihr bald Gesellschaft leisten. »Ich habe sie gefunden«, rief ich, als ich die Wasseroberfläche durchbrach. Ich tauchte wieder hinab. Meine Hände wühlten durch den schlammigen Boden, aber ich fand nichts anderes als Dreck und Wasser, selbst als die anderen Rettungsschwimmer dazukamen. 5 Minuten vergingen. Logan pfiff erneut und beorderte uns zum Steg. »Die Camperin wurde gefunden«, verkündete er, »in einem Waschraum in der Nähe. Sie musste hinter Ed und Ted verschwunden sein, und die beiden würden dafür die kommende Nacht damit verbringen, die Stege mit ihren eigenen Zahnbürsten zu schrubben.« Er hielt inne, und ich spürte die Blicke der anderen Rettungsschwimmer auf mir. »Ihr könnt alle gehen, außer Mike. Bleib bitte auf ein Wort.« Die anderen gingen davon, sahen aber über die Schulter zu uns zurück. Logan spuckte beim Sprechen, als er fauchte. »Ich weiß nicht, was das sollte, Mike, aber deine Falschmeldung hätte Leben kosten können. Wenn du das nochmal machst, kostet es dich dein eigenes Leben.« »Aber ich habe etwas gesehen«, beharrte ich. »Ich glaube nicht an Geister, Mike. Wir haben das Wasser abgesucht und jetzt gehen wir aus den Augen. Und bleib vom Wasser weg.« Gerüchte über das, was passiert ist, verbreiteten sich im ganzen Camp. Einige verabscheuten mich dafür und niemand glaubte mir, was passiert ist. Deshalb kündigte ich eine Woche später und versuchte, die Erinnerung daran zu vergessen. Das ist jetzt 20 Jahre her und heute erhielt ich eine Zeitung und die Schlagzeile brachte meine Erinnerung daran zurück. Leichen im Sommercamp. 19 Skelette wurden im See beim Camp entdeckt, unterschiedlichen Alters und über 30 Jahre hinweg, aber keines jünger als 10. Während Umbaumaßnahmen hatte man den See trockengelegt und eine Ansammlung von Knochen an der tiefsten Stelle freigelegt. Einige hingen an Ankern und Seilen und nach gründlichen Untersuchungen ermittelte die Staatspolizei die Herkunft der Leichen. 10 Jahre zuvor, bevor das Charleston-Waisenhaus geschlossen wurde, verbrachten die Kinder jedes Jahr eine Woche in dem Camp. 19 von ihnen wurden von Leuten aus der Region adoptiert, aber nach Prüfung der Unterlagen fand die Polizei heraus, dass diese Adoptionen gar nicht dokumentiert waren. Die 19 Kinder wurden ertränkt und anschließend im See versenkt, in einem Gebiet, das zu tief war, als dass die Camper normalerweise dorthin schwammen, abgesehen von einem, der wegen eines nicht gesicherten Sicherheitsseils hinausgetrieben wurde. Es wird vermutet, dass das Waisenhaus weiter Zuschüsse für die verschwundenen Kinder kassierte, auch nach ihrem Tod. Diese Geschichte wurde ursprünglich auf einer japanischen Horror-Website übermittelt. Was folgt, ist eine Übersetzung dieser Geschichte. Es ist eine seltsame Geschichte. Seltsam deswegen, weil sie in einem verlassenen Feriencamp in Fukushima, Japan passierte. Noch seltsamer ist, dass ich gar nicht wusste, dass es sich um ein verlassenes Camp handelt, als ich dorthin aufbrach. Ich war auf der Suche nach dem Kakakanuma Greenland Freizeitpark, einem sehr berühmten, verlassenen Freizeitpark. Ich war schon seit Jahren regelrecht besessen davon, seit ich im Internet ein paar Fotos davon gesehen hatte. Ich lebte in Iwaki, einer Küstenstadt in Fukushima. Ich war nie zuvor in diesem Freizeitpark gewesen und kannte auch niemanden, der dort gewesen war. Darum wusste ich auch nicht, wo genau er sich befand. Und es gab da so eine Legende, dass er unmöglich zu finden war. Wenn man die Koordinaten bei Google Earth eingibt, soll dort nichts zu finden sein. Seither habe ich erfahren, dass dem so ist, weil man den Park abgerissen hat. Vor vielen Jahren wäre das eine nützliche Information gewesen.
aber jetzt hilft mir das auch nicht mehr. Ich brach zu meinem Ausflug in die Hügel auf, in denen sich der Park befinden sollte. Es war ziemlich einfach, weil es keine Absperrungen gab, die mich am Verlassen der Straße hinderten und mich in den Hügeln umzusehen. Während meiner Erforschung wurde ich plötzlich aufgeregt, weil ich plötzlich auf eine Ansammlung von scheinbar verlassenen Hütten stieß. Ich glaubte, ich sei auf irgendetwas gestoßen. Ich war aber trotzdem enttäuscht, als mir klar wurde, dass es nichts mit dem verlassenen Freizeitpark zu tun hatte. Es war nur ein altes und aufgegebenes Feriencamp. Ihr denkt vielleicht, es wäre aufregend, ein verlassenes Camp zu entdecken, aber das ist in Japan nichts wirklich Ungewöhnliches. Trotz meiner Enttäuschung entschloss ich mich weiterzumachen und das verlassene Feriencamp zu untersuchen. Es war ziemlich interessant. Es gab alles in allem etwa 15 Gebäude, kein sehr großes Camp. Es gab so etwas wie ein Büro, einen Speisesaal, einige Hütten und ein paar Gebäude, von denen ich nicht sagen konnte, was sie waren. Das Camp an sich musste schon sehr alt sein, denn der Wald hatte es bereits fast überwuchert. Große Bäume wuchsen auf den Gehwegen, genauso wie Büsche und sehr, sehr hohes Gras. So etwas wie das erwartete man in einem wirklich grusigen Horrorfilm zu sehen. Ich betrat eine der Hütten, überrascht zu sehen, dass der Boden immer noch recht stabil war. Es standen mehrere Betten darin. Es roch ziemlich muffig und modrig. Ich wollte wirklich nicht länger als nötig dort drin bleiben. Dann sah ich eine leichte Bewegung bei einem der Betten und hielt inne. Da lag ein sehr, sehr dürrer alter Mann auf einem der Betten und starrte mich direkt an. Oh mein Gott, er war so unglaublich dürr und sah aus, als hätte er seit Monaten nichts gegessen. Sein Haar war lang und ungekämmt, seine Kleidung waren nur noch Lumpen und bestand nur noch aus einer zerrissenen Hose und einem dreckigen Tanktop. Seine Augen waren weit aufgerissen und starrten sehr, sehr wütend. Der Mann fing an, diese Geräusche von sich zu geben, eine Art wütendes Kreischen, und setzte sich im Bett auf. Er stand nicht auf, schrie mich einfach nur an. Es war so seltsam, er schien nicht einmal dabei zu atmen. Er kam nicht auf mich zu, aber er sah sich in der Umgebung um und ich glaubte, er suchte nach einer Waffe. Aber während er das tat, schrie er weiter herum, bis er eine rostige alte Machete fand und sie aufhob, immer noch schreiend. Ich wirbelte herum und rannte einfach. Ich rannte raus aus der Hütte, raus aus dem Camp und sah mich erst wieder um, als ich schon weit davon weg war. Und ja, er stand jetzt draußen vor der Hütte, starrte mich an und schrie immer noch. Er hielt immer noch die Machete fest, aber er war zum Glück so dünn und schwach und konnte es nicht mit mir aufnehmen. Ich rannte einfach weiter, bis ich aus den Wäldern raus und wieder bei meinem Auto war. Und all das, weil ich auf der Suche nach einem Freizeitpark war, der gar nicht mehr existierte. Wenn ich im Ferienlager war, hatte ich meistens eine tolle Zeit. Das einzige Mal, dass es nicht so war, war in meinem vierten Jahr im Camp. Es gab da einen großen Jungen in meiner Hütte, der ein echter Schläger war. Sein Name war Karl und es machte ihm Spaß, alle anderen dort herumzuschubsen. Es war frustrierend, denn alles, was man tun konnte, war ihn zu ignorieren, in der Hoffnung, dass er anfing, sich zu langweilen und einen in Ruhe ließ. Aber er war ein Schläger. Schläger wurden das Händeln niemals leid. Mit ihm im Camp zu sein, war furchtbar. Er tat schlimme Dinge wie, wenn wir beim Bogenschießen waren und die Betreuer nicht hinsahen, zielte er mit gespannter Sehne auf uns. Dann tat er so, als wären seine Finger rutschig und dass er versehentlich einen Pfeil loslassen und einen erschießen würde. Später jagte er einen eine Höllenangst ein, damit man ja den Betreuern nicht sagte.
Er schlug Kinder mitten in der Nacht, wenn sie schliefen, direkt in den Magen und lachte sie aus, wenn sie keine Luft mehr bekamen. Er war ein riesen Arschloch. So lief es mit ihm fast die ganze Zeit während des Camps. Nach ein paar Wochen mit ihm hatte ich vollends genug. Ich erzählte es unseren Betreuern. Karl bekam gewaltigen Ärger und wurde aus unserer Hütte geworfen. Er bekam außerdem Verbot, je wieder den Bogenschießplatz zu betreten. Ich glaubte, jetzt würde eine viel bessere Zeit für den Rest des Camps anbrechen. Oh Mann, lag ich da falsch. Nachdem Karl aus der Hütte geworfen worden war, wurde es noch schlimmer. Er gab mir deutlich zu verstehen, dass er wusste, dass ich ihn verpfiffen hatte, und er schwor mir, dass er mich umbringen würde, bevor das Camp vorbei war. Obwohl ich nicht glaubte, dass er mich wirklich umbringen würde, bezweifelte ich keine Sekunde, dass er sich irgendwie rächen würde. Seine Rache kam, als ich mit meinem Freund Kevin wandern war. Ich glaube, ich hatte meine Bedenken, wandern zu gehen, aber Kevin wollte unbedingt. Ich ahnte nichts Böses, bis wir auf dem Weg zurück zum Camp waren. Wir mussten eine Hängebrücke überqueren, die über Stromschnellen führte. Es war eine sehr stabile Brücke, die wir schon 100 Mal passiert hatten. Aber dieses Mal, als wir die Brücke schon halb überquert hatten, tauchte Karl am anderen Ende auf und kam in unsere Richtung. Ich wusste nicht, was wir tun sollten, aber Kevin wusste es. Er rannte in die entgegengesetzte Richtung davon. Aber ich war vor Angst wie erstarrt, weil ich mich an seine Drohung erinnerte. Ich hielt es für das Beste, auch wegzurennen und drehte mich um. Aber in meiner Eile stolperte ich und stürzte auf die Brücke und Karl schloss zu mir auf. Er packte mich und zog mich unliebsam auf die Füße. Dann packte Karl meinen Kopf und zwang mich über das Hängeseil der Brücke. Er rieb mein Gesicht gegen das Seil und verbrannte mich damit. Ich habe dir gesagt, ich würde dich umbringen, du Scheißer. Und jetzt werfe ich dich von dieser Scheißbrücke, fauchte Karl mir ins Ohr. Ich muss gestehen, dass ich geweint habe, denn inzwischen glaubte ich wirklich, dass ich genau dort sterben würde. Ich flehte ihn an, mich gehen zu lassen und sagte, dass es mir leid tat. Er ignorierte mich. Er meinte, ich solle es genießen zu sterben, und ich wehrte mich, als er versuchte, mich über das Seil der Brücke zu schieben. Und Kevin? Kevin stellte sich als der Draufgänger heraus, für den ich ihn gehalten hatte. Er sah, was passierte, und obwohl ich es nicht sah, hob er einen großen Stein auf und rannte direkt auf Karl zu. Er schlug dem Arschloch den Stein gegen den Kopf und befreite mich damit. Er zog mich hoch und wir rannten den ganzen Weg zum Lager zurück. Karl wurde von der Polizei abgeholt und er verbrachte eine wirklich lange Zeit in einem Jugendgefängnis. Er wurde nicht wegen versuchten Mordes verurteilt, weil es keinen echten Beweis dafür gab, dass er mich wirklich versucht hatte umzubringen. Aber er kehrte nie mehr ins Camp zurück und nachdem er verhaftet worden war, sah ich ihn nie wieder. In dem Sommer, in dem ich 18 wurde, arbeitete ich als Betreuer in einem Sommercamp im Staat New York. Und da erkannte ich auch, dass ich Kinder nicht ausstehen konnte, hauptsächlich aufgrund der folgenden Begegnung. Ich war verantwortlich für Mädchen zwischen 12 und 14. In den besten Momenten waren sie bestenfalls schwierig, aber mit einem Mädchen kam man überhaupt nicht zurecht. Sie war 12 und sehr ruhig, hielt sich immer abseits der anderen Mädchen und hörte auf niemanden. Eines Tages brachte ich die Mädchen nach dem Mittagessen für eine Ruhepause zu ihrer Hütte und sie fragte, ob sie nach draußen gehen dürfe. Eine der anderen Betreuerinnen willigte ein, mit ihr nach draußen zu gehen, weil sie wusste, dass ich ein Nickerchen brauchte. Sie gingen also und ich legte mich hin. 15 Minuten später wurde ich von der Betreuerin geweckt, die völlig aufgelöst war. Katie war verschwunden, ob ich ihr beim Suchen helfen könnte. Ich schickte zwei Betreuer zum Verwaltungsbüro, um zu melden,
dass wir einen verlorenen Campernotfall hatten und wir gingen Katie suchen. Unsere Hütte befand sich am Rand eines Waldes, der einen ziemlich großen Hügel bedeckte, und ich wanderte überall darauf herum und rief nach Katie, verängstigt und flehend. Ich fand sie schließlich auf einem Felsen sitzend, und in ihrer Hand hielt sie das größte Messer, das ich je gesehen hatte. Ich bat sie ruhig, es mir zu geben, aber sie schüttelte den Kopf. »Ich brauche meine Werkzeuge«, sagte sie teilnahmslos. Ich setzte mich neben sie, meine Augen auf das Messer gerichtet, und versuchte ein Gespräch über ihre Werkzeuge zu beginnen. Sie erzählte mir, dass sie das Messer aus der Jagdausrüstung ihres Vaters gestohlen und während einer Nachtwanderung dort versteckt hatte, und sie hatte vor, diejenigen zu verletzen, die sie nicht leiden konnte. Es war wirklich unheimlich, ihr zuzuhören. Sie sprach unglaublich ruhig. Ihr Ausdruck änderte sich kein einziges Mal. Ich fragte sie, wen sie nicht leiden konnte, und sie nannte ein paar Camper bei Namen, sah mir dann starr in die Augen und sagte, »Und du? Du versuchst immer mit mir zu reden. Ich will nicht mit dir reden. Ich will, dass du still bist. Ich werde machen, dass du still bist.« In diesem Moment hätte ich mir fast in die Hose gemacht. Ich schaffte es irgendwie, ihr Handgelenk zu packen, mit dem sie das Messer festhielt, und hielt es über ihren Kopf. Ich rief nach der Campleiterin, die mit ein paar anderen Betreuern ebenfalls den Wald absuchte. Sie kam hinzu und sah, wie ich dieses Kind festhielt, das mir wie wild in den Arm biss und mich zwingen wollte, loszulassen. Ich trage immer noch Narben von diesen Bissen. Sie biss durch meine Haut und mein Arm blutete ernsthaft. Wir riefen die Polizei, die wiederum die Eltern anrief, und Katie wurde mitgenommen. Die Campleiterin erzählte mir ein paar Monate später, dass sich Katie in einer psychiatrischen Abteilung befand, nachdem sie ein Attentat in ihrer Schule angedroht hatte, und sie durfte nie wieder ins Camp zurückkehren. Gleichzeitig machte sie mir ein Jobangebot, aber ich wollte um keinen Preis der Welt dorthin zurück. Als ich 10 war, schickten meine Eltern mich in ein Ferienlager in ein Dorf in Spanien. Wir waren etwa 30 Kinder, alle zwischen 10 und 12 Jahre alt, mit 6 Camp-Mitarbeitern in den 20ern. Wir waren alle in einem ziemlich großen Haus untergebracht, welches einmal ein Internat oder Waisenhaus gewesen war. Schon in der ersten Woche, nachdem wir angekommen waren, hörten wir immer wieder Geschichten über den Dachboden und dass der Geist eines Kindes, das einmal dieses Ferienlager besucht hatte, dort spuken sollte. Ich erinnere mich nicht mehr sehr gut an diese Geschichten, aber die Kinder sagten, dass die knarrenden Geräusche, die nachts zu hören waren, von dem Geist des toten Jungen verursacht wurden, der auf dem Dachboden umherlief. Wie auch immer, schon in diesem Alter war ich mir bewusst, dass Geister nicht existierten und das Knarren womöglich nur vom Wind kam. Also hatte ich auch keine Angst wegen dieser Geschichte. Eines Tages aber sprach ich mit einem anderen Mädchen über den Geist auf dem Dachboden. Eine weibliche Camp-Mitarbeiterin war ebenfalls in der Nähe. Darum fragten wir sie, was sie von dieser Geschichte hielt. Zuerst wollte sie uns nicht antworten, aber als wir immer weiter nachhakten, wurde sie unerwartet aufgebracht. »Redet nicht darüber, ernsthaft. Das ist nicht witzig.« Sie ging genervt davon und ein anderer Mitarbeiter lief ihr nach, um mit ihr zu reden. Weil ich diese Sache so merkwürdig fand, fragte ich später einen anderen Mitarbeiter, warum sie so wütend geworden war. Zuerst wollte er nicht darüber sprechen, aber ich fragte weiter, weil ich wusste, dass er etwas zu verbergen hatte. Schließlich sagte er, schon gut, ich sag's dir, aber du musst mir schwören, den anderen Kindern nichts davon zu erzählen. Ich versprach ihm, es nicht zu tun, und er erzählte mir diese Geschichte. Ein paar Wochen bevor das Camp anfing, waren die 6 Mitarbeiter hergekommen, um sich das Haus anzusehen, in dem wir bleiben sollten. Sie wurden herumgeführt, damit sie sich damit vertraut machen konnten,
wo sich alles befand. Schon bald nach ihrer Ankunft fing der Holzboden oben an zu knarren. Die Frauen in der Gruppe bekamen etwas Angst, aber sie machten mit der Besichtigung weiter. Etwas später, nachdem sie sich alle anderen Räume angesehen hatten, entschlossen sie sich, auf den Dachboden zu gehen. Und ab da wird es wirklich seltsam. Ein paar Decken lagen dort auf dem Boden, ein paar Essensreste waren dort verstreut und auf dem staubigen Boden sah man menschliche Fußabdrücke. Es sah so aus, als hätte dort jemand gelebt. Ich bereute es augenblicklich, gefragt zu haben, und für den Rest meiner Zeit dort konnte ich kaum noch schlafen. Das war für euch der dritte und letzte Teil der gruseligen wahren Ferienlagergeschichten. Es war mir eine besondere Freude, in den letzten Wochen euer Campleiter zu sein und hoffe, dass ihr euch gut unterhalten habt. Schreibt mir dazu gern wieder produktive Kommentare und denkt auch wie immer an die Like- und Abonnieren-Button, denn mit jedem Klick wachsen die Scary Tales weiter und sie sind auch euer Weg zur rechtzeitigen Benachrichtigung, um auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich freue mich auch weiterhin über eure eigenen gruseligen Erlebnisse und wenn ihr diese gern teilen möchtet, die Kontaktinfo findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge und auf viele weitere unheimliche Geschichten. Bis bald, liebe Gruselfreunde.